Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaschelator. Da sind wir wieder mit Psychonauts 2. Wir haben was Schockierendes erfahren, dass der Sohn des Königs von... Ich kann den Namen schon wieder dir sprechen. Glovia, genau. In... Tumans Verstand ist. Also nein, sein Hirn ist in seinem Körper von Nick. Also... Bengel. Oh, ich bin verwirrt. Can we get on the ride, please? Did you two cut in line? We're VIPs. Oh, does that stand for vertically impaired preteens? Oh, come on! This is an emergency! It's for your own safety. Come back when you're older. Okay, we're older. Check us now. Oh man, how long have I had this job? I gotta get out of here. Diese Krone ist verstörend, so riesig. Sorry, Grolovians only. What? You can't. It's okay, Raz. Go. But Lily, don't worry. I have a plan. Kann Lily nicht meine Freundin sein im echten Leben? Die ist voll geil. Oh mein Gott, du hast Hydro-Bild vergessen! Nein! Hier raus! Ich will hier raus! Oh mein Gott, das ist ein Albtraum! Oh nee! Ich hoffe, das ist nicht das komplette Level über. Dieses Lied und diese Vorstellung, ich hoffe, das ist nicht das ganze Level über. Ich glaube doch. The glory of Grolovia. Never had a nation been more prosperous, its people more content. Never was a royal family more beloved than the Maleks, Tsar Theodore, Tsarina Rokor, and the young Zezarevich Crystal. Deine Krone ist einfach mal ein fucking Kronleuchter. The nation looked forward to the happy day when Crystal Malik would legally and rightfully inherit his father's throne. But alas, that was not meant to be. The Tsar's Minister of War and Protector of the People, General Maligula, had aroused the jealousy of the warmongering Ford Crother. What the? He led his mob of psychonauts to gang up on Maligula, drowning the brave warrior. Just when I thought I'd heard every version of this story. And drowning much of Grolovia in the process. Das Flugzeug ist geil. Why didn't the Tsar help Maligula in her time of need? No one knows, but historians agree it is Tsar Theodore's biggest failure. In the end, Grolovia, the Maleks, and Maligula were betrayed by the weakness of the Tsar and the bloodlust of the Psychonauts. Es ist voll gelogen, aber okay. Wie du sagst es. War doch vorher noch kein Wasser, oder? Hey Raz, I'm watching you on the control panel here. Why'd you stop? This door won't open. What happened to the ride operator? He, had an accident. Looks like there's an electrical problem up above the ride. Okay,
I'll drain the water so you can get up there. If you can fix it, I should be able to get the ride going again from here. Check. Das geht jetzt die ganze Zeit so, oder? Moment. Jetzt will ich jetzt sehen, ich kann diese grauenvolle Musik beenden. Wirklich. Glück gibt's ja nur 98 Sachen. Ich hab mir schon wieder was aufgekratzt, oh mein Gott. Boah, geil. Boah, das ist ein Segen. Das ist ein Segen für mein Hirn, für meine Ohren, für meinen Verstand, für alles an mir dran. Ich hab die Musik zerstört. Heilgefäße. Also gibt's hier Gegner. Figuren sind vollbindet. Also irgendwann werden hier wieder Gegner kommen. Das ist gut zu wissen. Okay, also nix. Verstand. Ich glaube, seinen richtigen Namen weiß ich gerade noch nicht. Und wenn, ist es mir nicht aufgefallen. Beziehungsweise, ich hab's mir nicht gemerkt. Er ist der Sohn des Zaren von Golovi. Ja, so habe ich es jetzt richtig verstanden. Und eigentlich auch der Thronerbe. Was er jetzt aber nicht mehr sein kann. Halbes Heeren. Geht's da rein? Geht's hier raus? Nein, von hier komme ich. Oh ja, hier von hier komme ich. Okay. Ah, da oben, okay. Okay. I see. Not really, aber I see. Was soll ich hier Boing machen? Boah, das ist schon wieder so. Ich sitze schon wieder zu lange. Bin ungeduldig. Aber langsam tut mir echt der Rücken weh, weil ich schon wieder zu lange sitze. Ja, Ditter weg, ne? Ist das nicht diese Dithering-Technik? Das Wegdittern. Um Objekte transparent zu machen. Eigentlich eine Art, eine schlechte Art, Dinge transparent zu machen, wenn ich mich nicht irre. Aber es ist eine schlechte Art, ressourcensparende Art. Oh. Wenn ich mich richtig, wurde diese Technik doch immer gerne bei der PlayStation eingesetzt, also bei der PlayStation 1 und dann fortgeführt. Wo habe ich das jetzt gesehen, diese Technik? Ja, man sieht. Ja, das ist die Technik. Genau dieselbe. Ja. Einfach mal so einen Pixel auflösen.
Das ist dieselbe Technik, ja. Wie auch damals bei der PlayStation 1. Ja, dass ihr nicht irgendwie lebendig seid. Der alte Knacker macht nicht seine Augen zu, ne? Die anderen beiden. Da oben ist noch mehr. Ah! Wir haben erst 10 Minuten. This is not how I heard this story. Then again, I'm not sure who to trust anymore. Hey, Fort, think you can help me up into those rafters? Schon cool, dass man einfach mal so Charaktere genommen hat. Oder dafür so reingesetzt hat. Anstatt irgendwelche Holzdinger oder so. Ruhm für die Lovia. Ja, Schalts Eltern und ein voller, total verwöhnter Sohn. Ja, viel zu verwöhnt. Und frisst die ganze Zeit Kaviar. Gott. Boah. Er ist Krieg, Junge, ne? Ah, und sie schützt dann noch ihn. Ah. Ah, Lucy, wo bist du dann reingeraten? Nee, halt, ich übersehe ein Detail. Die rettet ihn? Der Vater hat ein Messer in der Hand. Hört böse auf seinen Sohn da rein. Oh, ich glaube, der Vater wollte seinen verwöhnten Rotzbengel loswerden. Und dann kam er lieber Lucy zufällig daher, hat ihn anscheinend gerettet. Ah, oh, ich verstehe es. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich verstehe es. Sie hat dann da noch keine Kleidung an, so von wegen, was, wie diese anderen Leute da, also von diesem Gloria-Scheiß. Sieht ja so wie Reiseklamotten aus. Sie hat ihn gerettet und er hat ein Messer, und sein Vater hat ein Messer in der Hand. Ich glaube, er wollte seinen Sohn loswerden. Sag mal, Spiel, habe ich dir erlaubt, hier irgendeine Musik anzumachen? Au, Scheiße. Da bin ich hier oben wieder zurückgesetzt. Aber das muss halt ein bisschen Musik rein. Ganz ohne geht er nicht. Ja, aber ich glaube, der Vater wollte seinen Kacksohn loswerden. Diesen Kackstifter. Hier ist eine rote Lichtquelle, die aber keine Lampe hat. Ich meine, das sieht geil aus, aber warum hat diese rote Lichtquelle hier, warum hängt sie einfach nur da und hat keine Lampe? Sieht doch alles, auch alles ein Scheinwerfer. Warum diese rote Lichtquelle da nicht? Warum setzt ihr da einfach eine Lichtquelle hin, Leute? Ich meine, ja, es gibt ein sehr geiles Farbspektrum auf den Rest der Bühne. Sieht verdammt geil aus. Aber einfach eine Lichtquelle hinsetzen ohne alles? Hier auch, da ist auch eine Lichtquelle ohne Lampe dran. Ihr glaubt wohl, die Spieler gucken da nicht so genau hin, aber... Ne? Hier ist ein Spieler, der sich Sachen genauer anguckt. Und sich auch mal gerne die Details ansieht. Double fein. Ich meine, sie... Das müssen wir mal so zeigen.
Man sieht doch mal, fortan, das ist kein. Das ist richtig, voll richtiges Modell, was sie hier reingesetzt haben. Mit Spiegelung in den. Oh, diese Details, Alter. Das ist geil. Wie hochauflösend sogar seine Texturen sind, sogar seine Haare, sein Gesicht, se selbst seine Gesichtstextur. Boah, Alter, seht euch mal an, wie hochauflösend. Heftig. Kein Wunder, dass meine Grafikkarte immer meckert von wegen, ja, der Texturcache wird immer voller. Ja, und ich bin auch der Einzige, der Debug-Logs auf seiner Grafikkarte aktiviert hat, also. Halt sehen, was sie tut. So, ich hoffe, ich habe hier nicht so viel vergessen. Na, da unten. Da unten, das Hündle. Ich nehme mal vorzugsweise, dass ich nichts vergessen habe. Okay, did that fix the problem? Looks good, Raz. Get back on the ride and I'll start it up again. Okay, Süße. Da war ich aber nicht drauf. Oder? Doch warst du, ja, aber warst du. So, jetzt möchte ich eigentlich alles haben. Hoffe ich mal. Sieht aber ganz danach aus, ja. 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 Wenn ich was vergessen habe, werde ich dann sowieso mit Ottos Spezialväter finden. Und da habe ich tatsächlich was vergessen. Wenn dieser Spezialkamerafilter ist ja dazu da, um vergessene Objekte zu finden, um das 100% Gameplay zu erleichtern. Und es ist auch geil, dass die Entwickler selber eingesehen haben, dass sie manche Sachen einfach zu gut versteckt haben. Kämpfen. Und die Tür ist zugegangen. Interessant. Ich würde schon fast Lydia darum bitten, da auf Knöpfe zu drücken. Aber es war irgendwie klar, dass hier gekämpft werden muss, weil. Heal? Hier liegt einfach fucking Heal rum. Fick dich. Fest. Hey.
a psypop before I run out of mental energy. No. Summer. Den Scheiß Hammer her. Never touch a judge's gavel. Ey, die Viecher nerven langsam. Das muss ich ehrlich zugeben. Langsam nerven sie. Zum Glück habe ich doch. Warte. Ja, wollen wir mal rein in den Skid. Nein, die Musik. Why? Ich glaube, das ist ein Eingang, oder? For the glory of Grolovia, or whatever. What's the holdup? Hang on, I gotta talk to a guy about a door. Excuse me, but this door over here? Sorry, busy. Busy with what? Propagandaneering. I'm creating a future chapter in this glorious semi-interactive location-based epic. This treasure room tells the story of how, once the Zazarevich finds Maligula and restores Grulovia to its former glory, the people will all share in unimaginable riches. But it's missing something. Not sure what. Like something to go in that big egg cup in the middle? Yeah, something there. Like maybe an egg? That's it! See? Sometimes you just need a fresh set of eyes. Hey. You get me a big, beautiful, luxurious egg, and I'll use my pass to open that door for you. Deal! Hey, where do they keep the big eggs around here? Crystal told me the best eggs he ever found were out in the ocean, whatever that means. Wollte sein Vater wirklich seinen Sohn umbringen? Ich bin mir jetzt langsam nicht mehr sicher. I'll take this nugget.
Na gut, also das ist auch alles aus der Sicht von ja, Königssohn Nick. Vielleicht wollte sein Vater ihn wirklich töten. Und das ist. Weil das ist ja nur die Ansicht aus Nicks Sicht. Ah. Kann so nicht leben und nicht arbeiten. Ich liebe die Physik hier. Was? Aus dem Rest kommt sogar Heilung raus? Okay, du hattest mal einen Friedhof. Heilung, Geld. Dein Friedhof ist jetzt meiner. Bitte jetzt hätte sich jemand umdekoriert, ne? Na 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 na. Freue mich drauf, wenn ich diese Musik abschalten kann. Ich glaube gar nicht, wie glücklich ich sein werde, wenn ich diese Scheißmusik auskriege. Ich werde so fucking glücklich sein. Allein schon, weil ich den Scheiß hier nicht mehr hören kann. Da drehst du durch. Ja! Ja! Boah, Gott sei fickende Hölle, danke! Danke! Boah, die Scheiße kannst du doch nicht ewig ertragen. Das ist unmöglich. Da ich weiß, dass die Räume hier überlappen, also die, das ist ja ein einzelner Raum, der geht ja nicht hier durch. Der Raum geht ja woanders hin und die überlappen ja gerne, oder beziehungsweise sind sehr nah beieinander. Da würde ich sagen, ja, da ist sie. Also müsste hier hinter der Raum sein, wo ich gerade war. Ah, ich hab den Tag nicht. Das ist der. Ja, wahrscheinlich hinter dieser Wand versteckt. Das Träumchen mit dem Träumchen. Hab deinen Tag. Glaube ich zumindestens. Ja, ein Taschenanhänger. Sagt der nicht irgendwie süß, tschüss? So, wie kriegen wir das denn jetzt richtig hin?
Ach ja, ich will den Anhänger haben. War beim Bett, genau. Ja, ich höre hier Geschwurbel, das ist relevant. Überspringen. Ja, ich höre das hier, ich kann es hören. Die Dinger, die sich so schnell drehen. Das ist relevant. Das ist der Raum gar nicht mal so weit weg. Lily, do you see any controls for a giant painted mural with props? I see something called Glovian Diasporama. It has buttons for scenery, props, and heroes. Lass uns die Kulisse ändern. Okay, there are buttons for Arctic Exile, Adrift at Sea, and Desert Wasteland. How about Desert Wasteland? I guess. Da ist was drin. Show me a drift at das ist ein Raum. Why not? Das ist noch ein Raum. Okay, zwei Räume. I think I want to change something else now. Whatever. Can we alter the props? Yep. You want cacti? Fish? Maybe some trees? I think some cacti would really set the mood. What's this all about? I think what this needs is some fish. Why not? Those trees are ruining it. Get rid of them. Okay. Let's add some trees. Na, so komm ich ja nicht gut hin. I want to change something else, I think. Figures. Okay, that's enough for now. Thanks, Lily. Bye, Roz. Schade, dass man das nicht noch easier ändern kann. Okay, da ist der Kaktus vielleicht auch ein bisschen im Weg. Oder? Na, das macht immer wieder Spaß. Alles zu verbrennen. Und hier ist ein halbes Hirn. So, schönes Ding. Jetzt haben wir eine recht volle Lebensleiste. Wow. Also wir können schon einiges einstecken. So, nehmen wir mal das ist... Ich hätte die Musik... Ja. Ja. Ich hätte die Musik einfach mal anlassen sollen, um einfach nur euch zu ärgern. Und mich selbst. Auf hoher See. Da ist der Baum jetzt im Weg. Oder? Bäume sind im Weg, ja. Can we alter the props? Yep. You want cacti? Those trees are ruining it. Get rid of them. Okay. I want to change something else. Figures. Could you move the family for me? Sure. Where do you want them? Stage left, right, or center? Left, right, center. Front and center. I think that's where Gristle would like his family. What's this all about?
Okay, I don't want to think about that family anymore. Ich glaube, das könnte funktionieren. Okay, that's enough for now. Bye, Roz. Ich glaube, das kann funktionieren. Hoffe ich mal. Yo. Das ist nichts mehr hinter, gut. Hey, I know where I am. This is the Lady Luctopus. The Maleks must have lived at the casino for a while. Suffering in exile. Ah! Leiden im Exil. Ja, im besten Hotel, Casino, der Casino schrecklich Hotel ever. Aber leiden. Lily, there's a room here just like the one we found on the mission to the casino. The delusionist was Crystal. So that's why Nick had a Luctopus key in his pocket. He was living there. Yeah, in exile. Ooh, that means he's the one who wrote the creepy note about me. He's here, Crystal. Really? Wait a second. Has Crystal, okay. Ist er das wirklich? Boah, Alter, wie kann man... Boah. Hier stinkt alles überfliegen. Ich meine, hallo, ich bin auch depressiv. Und das kommt durch meine enorme Einsamkeit, aber ich lasse meine Bude nicht so verschimmeln. Und tatsächlich hindert mich sogar meine Depression, sogar was Neues aufzunehmen. Na, ist auch verständlich, man will einfach nicht mehr, hat keinen Bock mehr. Und ich bin verdammt einsam hier, also, haha. Ja, ich brauche eine Frau. Und mehr Freunde. Oh, viel mehr Freunde. Ich hätte sich hier gut gehen lassen, ey. Ich werd nicht mehr, ey. Ich werd nicht mehr. Von wegen Leben im Exil, ne? Das ist alles so mit ein bisschen Hirn verkleidet. Das macht mir ein bisschen mehr Sorgen, diese Hirnverkleidungen. Alikua. Das müssen wir uns jetzt mal ansehen. Und ich muss auch bald wieder Schluss machen. Zerkonauts, ah, das sind ja, die Fotos, die wir schon mal gesehen hatten. Sascha. Der Zeitungsartikel ist neu. Internationaler Gerichtshof autorisiert Zerkonauten als internationale Friedensgruppe. Manicula verschwunden und Unterstützer auf der Flucht. Auch noch lesbar. United States. Durchgestrichen alles. Wer sind Magiklos Unterstützer? Und das ist dann wieder in Englisch. Hat wohl keiner Bock gehabt zu übersetzen. Krieg von Golovia löst Flüchtlingskrise aus. Psychonauten, Umrisse von Psychonauten. Zar Theodor flieht mit seiner Familie aus Golovia.
Erklinge. Das sind interessante Details. Ja, das hatten wir schon. Der exzentrische, psi-begabte Ford Qualler mit seinem Verstand ein Monster schlug. Oh mein Gott. Aliklos Schreckensherrschaft. Oh mein Gott, was ist aus der Alten geworden? Geheimnisvolle Gruppe von Super Psi-Begabten besiegt Malikova. Malikovas Grab entweiht, leer zurückgelassen. Er hat Malikovas Leiche gestohlen und warum? Ja, das war alles hier, ne? Ja. Boah, das ist seltsam. Aber ein bisschen mehr Hintergrundwissen kann nie schaden. Okay. War jemand besonders fleißig? Aber immer dieselben Bilder, okay. Oh nein, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Bin hier zwischen runtergefallen, okay. Boah, ich dachte gerade, ich komme nicht mehr raus. Und das ist wohl der echte jetzt in seinem Hirn? Den wir aber in der nächsten Folge ansprechen. Tut mir leid, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, aber ich liebe euer Kashi. Sorry. Lol, wie die Animation wieder zurückstuft. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Lasst mir was da und haut rein. Tschüss.